Hallo Leute, ich bin Lou und heute habe ich das dritte Small Batch vom Wolfpun für euch. Frisch aus dem Norden Schottlands eingeschifft gibt es seit März diesen Jahres bei uns auf dem Markt den Wolfpun 375. Ich habe ihn persönlich das erste Mal auf der Whisky-Messe in Radebeul probiert und ich kann euch sagen, ich bin total verliebt. Ich bin absolut hin und weg. Wieder mal ein sehr gelungener Wolfpun. Er reiht sich ein zu den anderen Small Batches, dem 128er. Der ist 2017 rausgekommen und war mit 10 ppm getorft. Und dem 270er, der ist 2018 rausgekommen, war ungetorft. Alle drei haben in 100 Liter First Fill Ex-Bourbon Casks gelegen. Der Unterschied zum 270er ist, dass der 375er ein kurzes Finish im Second Fill Oloroso Hogshead bekommen hat. Genau, hat 46% Volumen, 5500 Flaschen, limitierte Auflage etwa 70 Euro so bei uns. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, Standard bei Wolfpun. Und keine Altersangabe. So wie meistens auch üblich, also die Small Batches haben alle keine Altersangabe. Auf Nachfragen bekommt man das Alter aber durchaus raus, also das ist kein sonderliches Geheimnis. Zur Geschichte von Wolfpun erfahrt ihr alles in diesem Video, da habe ich euch ein bisschen was dazu erzählt, zwar eines meiner ersten Videos auch mit. Ja, die Geschichte ist recht kurz, dazu gibt es nicht viel zu erzählen. Genau. Meine Führung damals bei Wolfpun hat Ian Kern, der Distillery Manager, selbst gemacht. Und das ist schon ziemlich cool, wenn er einen dann persönlich durch die heiligen Hallen führt. Ich kann auch jedem, der es bis da hoch schafft, die Führung dort nur empfehlen, einen Besuch dort empfehlen. Jeder, der es so weit in den Norden von Schottland schafft, auf der North 500, der sollte unbedingt dort mal vorbeischauen. Auch wir versuchen jetzt im August wieder vorbeizugucken und ja, mal schauen, was wir euch da so berichten können. Shane Fraser ist leider nicht mehr dabei, habe ich von Didi und Dirk von Alba Import erfahren. Der hat sich einen Traum erfüllt und brennt jetzt Bourbon. Da kann man nur sagen, viel Glück, viel Erfolg und ich bin sehr gespannt auf diesen Bourbon. Ja. Der steht jetzt hier schon eine ganze Weile und damit hatte der ordentlich Zeit, sich auch zu öffnen. Und das Erste, was mich umfängt, ist so eine total vollkommene Süße, so Karamell in die Richtung. Trotzdem eine leichte Holznote, dieses barocke Sherry so ein bisschen, obwohl das gerade minimal in so eine seifige Richtung abgekippt ist. Wahrscheinlich in Kombination einfach mit dem Karamell dann. Und ich habe auch so ein ganz kleines bisschen Kaffee in der Nase, aber nicht so ein stark gerösteter Arabica-Kaffee, sondern eher so eine Yogi-Tee-Kakao-Kaffee-Mischung, sowas in die Richtung. Also was sehr, sehr Süßes, ein Kaffee mit Karamellnoten, auch so in die Kakao-Richtung gehen, sowas wirklich sehr Süßes. Slanji. Ja, und am Anfang kommt wirklich so diese Karamellnote, die schon fast ins Schokoladige geht. Ich weiß nicht, kennt ihr diese, oh Gott, wie heißen diese Dinger? Diese Karamelldinger mit Schokolade umgossen, die sind so total schwer zu essen. Die sind so wie Steine, sind die. Mir fällt der Name dazu gerade nicht ein. Dickmanns war es nicht, das waren die weichen Teile. Werthers echte sind es auch nicht, das sind die Karamellbonbons. Naja, vielleicht wisst ihr ja, was ich meine. So, das hatte ich gerade, Karamell in Kombination mit dunkler Schokolade so ein bisschen. Riesen heißen die Dinger, Riesen. Jetzt ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen.
hinten raus kriegt er so ein bisschen dieses Barocke mit von dem Sherry, was ich immer gerne so beschreibe, diese Kombination aus Holz und roter Frucht und antiken Möbeln. Ja, so schwer zu beschreiben vom Geschmack her, aber schon diesen, ja, diesen Prunk einfach, den so ein Sherry meiner Meinung nach mitträgt. Und irgendwas Scharfes ist da noch mit drin, aber nicht so, wie man das jetzt von einem Talisker kennt, dass man da diese Pfeffernote hat. Oder wie ich letztens in irgendeinem Whisky hatte, ich in einem Bowmore war das, glaube ich. Da hatte ich so eine total saubere Chili-Note. Es geht eher in Richtung Chili, aber trotzdem nicht so richtig. Weil Chili ist meiner Meinung nach was sehr, sehr Würziges. Schwer zu sagen. Irgendwas Scharfes ist mit drin. Das prickelt auch am Ende sehr lange auf der Zunge. Und ich glaube, das wäre so ein Whisky, dem würde ich durchaus auch einen Torfanteil zuschreiben, wenn ich keine Infos dazu hätte. Einfach aufgrund der Schärfe im Nachhinein. Es ist was sehr, naja, fast eine erdige Schärfe. Total schwierig zu beschreiben. Hat aber gar keinen Torf mit drin, wie ich bereits gesagt habe. Der Name kommt übrigens von den Warehouses. Ne? Der 128er lag in Warehouse 1, Reihe 28, die Fässer. Beim 270er war es Warehouse Nummer 2, Reihe 70. Und beim 375er entsprechend Warehouse Nummer 3, Reihe 75. Laut Whisky Experts ist bereits ein viertes Batch für 2020 angekündigt. Logisch wäre es, weil die Reihe ist relativ erfolgreich dann doch auch. Allerdings gibt es nur 3 Warehouses. Boah, wie sie das dann verpacken, keine Ahnung, weil die Reihe lebt ja wirklich von den Warehouse-Nummern. Vielleicht fangen sie dann einfach wieder vorne an bei Warehouse Nummer 1 oder haben außerhalb von Thurso noch andere Warehouses. Die Brennerei wächst ja auch stetig, was sehr schön zu sehen ist. Ja, das war der 375er Wolfburn. Ihr seht, ich habe schon Flaschen da, das heißt, für mich bekommt der sehr, sehr viele Punkte. Ein sehr, sehr empfehlenswerter Whisky. Wem jetzt nicht super hart wichtig ist, dass da eine 18, eine 25 oder eine 45 davor steht als Zahl, sondern wer auch mit altersunabhängigen Whiskys klarkommt und der was mit einem leichten Sherry-Touch und trotzdem aber auch einer gewissen Süße haben will, was durchaus Komplexes und Aufregendes. Wolfburn beschreibt ja diese Reihe selber auch als often experimental, sometimes complex, but always interesting. Wer so einen Whisky haben möchte, sollte den unbedingt probieren. Ich kann ihn euch nur ans Herz legen. Ich finde die Brennerei total toll. Ich werde sie auch weiter unterstützen, jedes neue Produkt von denen probieren. Bald habe ich auch die Culver Series im Glas, da freue ich mich auch sehr drauf, die für euch verkosten zu dürfen. Und bis dahin, Flange!